Oh Mann, was für Tage. Ja, unfassbar, was so alles passiert ist. Erst die Leiche, da dachte ich ja schon, dass es schlimmer nicht werden kann. Und ja, jetzt. Ich frage mich nur, warum so viel auf einmal? Erst die Leiche, dann die Wolfangriffe und jetzt auch noch das Stacheldraht bei uns im Gehege. Ja, und natürlich Mysteries Angriff auf ihn. Stimmt. Und Coens merkwürdiges Verhalten. Ja, das ist sehr seltsam. Du hättest sie mal leben sollen in der Höhle. Ja, ich habe es auch bereut, dass ich nicht nachgeschaut habe mit. Er war ja nicht mehr da, wo ich mit Markus nochmal da runtergegangen bin, aber. Ja, okay. Wo er plötzlich wohin ist? Keine Hi. Ahnung. Die Höhle ist ja bestimmt groß, oder? Ja, doch. Ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal nochmal was und dann kümmern wir uns morgen drum, dass das Gehege da mal wieder sauber wird, würde ich sagen. Ja, sehr gute Idee. So. Ich würde sagen, das Brot ist angerichtet. Danke, Liebling. Lass dir schmecken. Tut dir auch. So. Neuer Morgen und noch Haufen zu tun. Ja. Ich würde sagen, du lockst die Kühe ein bisschen weg von mir, damit ich da ein bisschen mit Wasser rangehen kann und die Erde einmal umgraben könnte. Ja, muss ich dafür mit ins Gehege? Ja, besser ist, damit alle Kühe auch zu dir kommen. Nein. Sag mal, ihr Süßen, kommt mal her. Warte mal, ich glaube, ich muss einmal hier rüber, denn. Ja, komm. Ja, komm. Oh, Hilfe. Mit. Na komm, geht's dir, Barbara. Los. Ich glaube, die eine will nicht. Aber so wie die anderen jetzt stehen, ist es okay, ne? Das ist in Ordnung. So, einmal ein bisschen Wasser. So, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, hast du gut gemacht. Jetzt können sie sich dann auch hier wieder frei bewegen. Wir müssen die Kühe unbedingt die nächsten Tage mal überprüfen, welche davon verletzt ist. Ja. Es war ja nicht gerade wenig Blut auf dem Boden. Nee. Bis jetzt sah alles ganz gut aus. Wir werden uns mal die nächsten Tage drum kümmern, sobald wir dann Verbandszeug und all sowas haben oder irgendwelche Arzneimittel. Genau. Gut, dann würde ich sagen, würden wir jetzt noch ein bisschen Feldarbeit machen und dann treffen wir uns auch bald schon mit den anderen. Genau. Ich gehe als erstes die Eier drüben bei den Hühnern einsammeln. Ja, mach das. Ich werde einmal bei den Schweinen gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja. Sag mal, Freund, kommst du mal raus aus die Tür, aus der Tür? Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl mit den, mit der Gruft dort. Der Gruf? Ja. Ja. Okay, ich verstehe, was du meinst, weil die Leiche da noch unten drunter ist, ne? Ja, und ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe so ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Oh Mann. Bestimmt nichts Gutes. Na gut, lass uns mal zu den anderen gehen. Ja.